Willkommen zu Hause, willkommen bei Wilhelm und Wilhelm. Ich bin der Tobi, neben mir steht mein Kollege Thomas. Wie ihr aus dem vorherigen Video von Christoph schon wisst, haben wir unser Produktportfolio um die Marke Coda Audio erweitert und wir bringen euch heute die Produkte der Coda Audio Familie näher. Danke, Tobi. Auch von mir herzlich willkommen. Neben mir liegt bereits das Herzstück einer jeden Coda-Box, der patentierte Ring-Membrantreiber. Den finden wir in jedem Lautsprecher in verschiedenen Größen wieder. Wir beginnen mit der Familie der Line Arrays und hier mit dem T-Ray. Hier steht das T-Ray. Um euch das näher zu bringen, habe ich mir professionelle Unterstützung aus dem Hause Coda geholt und hierzu möchte ich ganz herzlich den Dirk begrüßen. Hallo Thomas. Hallo Dirk, schön, dass du da bist. So, das ist euer kompaktestes Line Array. Ja. Kannst du mir kurz was dazu sagen? Bestückung, Einsatzgebiet, einfach mal erzählen, was ihr euch da Ja, gedacht habt. das ist in der Tat von den Maßen her unser kompaktestes Line Array mit einer Breite von gerade mal 40 Zentimetern. Rund besteht aus zwei 5 Zöllern und auch wieder der Ringmembran im T-Ray in der Form vom Planar Wave Driver. Ist mit knapp 10 Kilo, 9,9 Kilo um genau zu sein, ein äußerst leichtgewichtiges System. Einsatzzwecke überall da, wo man begrenzte Dachlasten vielleicht hat, wo man mit Sichtlinien zu kämpfen hat und wo man auch eine hohe Sprachqualität braucht, wie zum Beispiel im Corporate-Event-Bereich Okay. oder aber beispielsweise auch ein Universal. Gut, kann ich mir gut vorstellen. 5 Zoll, schönes Format, Theater eventuell, überall, wo ein Lautsprecher nicht auftragen soll. Ja. Doppel 5 Zoll, Ringmembrantreiber, das ganze System ist passiv. Das ist ein Zwei-Wege-Passivsystem. Okay, hier dazu eine Basserweiterung mit einem 12 Zoll Treiber. Genau, das ist der T-Low, die Basserweiterung zum T-Ray. Ja. Und ja, wie man vielleicht erkennen kann, gleiche Breite, das heißt vom Rigging her kompatibel. Auch ebenfalls leichtgewichtig mit 20 Kilo. Und wir können so, wenn wir nur vom T-Ray sprechen, mit dem Flugrahmen bis zu 24 Stück hängen. Okay. Und haben eine Last von unter 300 Kilo, Das ist die wir ins Dach beeindruckend. einbringen würden. Das heißt, wie viele M-Kanäle brauche ich hier oder wie viele Lautsprecher kann ich pro Kanal Wir empfehlen drei einhängen? Lautsprecher pro Kanal. Okay, drei Bässe, drei Top-Teile pro Kanal. Ja. Das heißt, mit einem Vierkanal-Endstufe kann ich bis zu 12 Lautsprecher betreiben. Richtig, ja. Kurzer Einblick, T-Ray. Alles klar, danke Alles Dirk. klar.